Dieser Wäschelaster ist am Mittwoch rund 100 Meter den Schlossberg in Waldeck hinabgestürzt, gegen einen Baum geprallt und ausgebrannt. Zum Glück ohne den Fahrer darin. Der war Augenblicke vor dem Unglück ausgestiegen. Der 60-jährige Mitarbeiter einer Göttinger Wäscherei war auf der schneeglatten Zufahrtsstraße zum Schloss Waldeck stecken geblieben. Daraufhin verließ der Mann am Steuer das Führerhaus. Genau in diesem Moment rutschte der 7,5 Tonner die Zufahrt hinunter, durchbrach ein Geländer und riss eine regelrechte Schneise in den Wald am Schlossberg. Erst ein massiver Baum stoppte den Laster, der sofort in Flammen aufging. Auch die Ladung frische Wäsche für das Schlosshotel fiel dem Brand zum Opfer. Das hätte er nie und nimmer überlebt, sagte der erfahrene Lkw-Fahrer am Unfallort. Und, dass er die Hotelangestellten noch gebeten habe, die Zufahrt abzustreuen, damit genau so etwas nicht passiert. Die Feuerwehr löschte das Wrack unter Atemschutz. Der Unfall verlangte den Einsatzkräften Höchstleistungen ab, denn die Ausrüstung musste den steilen Abhang hinunter und später wieder raufgebracht werden. Die Bergung des Lasters gelang schließlich mit einem Rückeschlepper, der von einer Seilwinde eines Feuerwehrfahrzeugs zusätzlich abgesichert wurde. Der Schaden beträgt bis zu 40.000 Euro.